besser aus. So wird niemand auf die Idee kommen, dass du zur Inquisition gehörst. Wir sollten von Bord gehen. Die Crew ist schon an Land. Die Besatzung von Puerto Sacarico weiß bestimmt nur wenig über die Piraten. Aber vielleicht können wir Hinweise auf die Lage des Piratennestes bekommen. Außerdem sollten wir uns für unsere Expedition ausrüsten. Du hast mir die Uniform um. Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Deine alten Klamotten? Die habe ich über Bord geworfen. Du hast was? Du hast selbst gesagt, keiner soll dich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Na, das fängt ja gut an. Ja, GG. Das freut mich, Emmchen, dass es dir besser geht, seitdem du meinen Stream guckst. Das freut mich sehr. Wie willst du herausfinden, wo Stahlbart seinen Schatz vergraben hat? Ich habe jahrelang auf Faranga hinter der Theke gestanden. Ich werde ihn einfach unter den Tisch saufen. Dann wird er es mir schon erzählen. Okay. Wie mache ich mich? Ganz gut. Aber werd bloß nicht übermütig. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Okay. Okay, wie sieht jetzt unser Inventar aus? Wir haben nichts mehr an. Wir haben wenigstens noch Schuhe. Nee, nicht mal mehr Schuhe. Praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, wenn jetzt wir hier nicht landen. Jetzt jo, nicht. Uno da Palabra. Können wir uns die Schleppereien sparen. Ah, du hast dich deiner Uniform entledigt. Das ist gut. Ich habe den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen flegelhaften Benehmens. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. So wird dich bestimmt niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung bringen. Bald geht's weiter zur Schwertküste. Also, okay. Jo, aber nicht für den da. Ich muss mir den Bericht des Leutnants anhören. Was alles für klar. Ein wunderschöner Tag. Ja, sieht schon sehr, sehr schön aus. Sieht wirklich schön aus. Okay, wir gucken uns mal auf der Insel ein bisschen um. Aber wir sind ja jetzt keiner der Inquisition mehr. Bedeutet, wir werden wohl nicht mehr überall hin dürfen. Na, wen haben wir denn da? Normalerweise kommen hier nur Soldaten und Arbeiter an. Aber du siehst mir eher wie ein Herumtreiber aus. Was willst du in Puerto Sacarico? Ich habe gehört, auf der Insel soll es Piraten geben. Ich suche Arbeit, ich brauche Gold. Ich bin auf der Durchreise. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Frag am besten mal Pedro. Der weiß immer, wo gerade jemand gebraucht wird. Alles klar. Er steht meistens mitten auf dem großen Platz herum und zählt Kisten. Der ist einfach so mies gelostet. Lass mich dir noch einen guten Rat geben. Ja? Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Bla, bla, wir haben zurzeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Dasselbe gilt natürlich auch für deine Freundin. Wir verstehen uns? Ich denke schon. Alles klar. Mach hier keinen Ärger. Okay. Oh. Zählt das als Klauen? Ich speichere mal. Also ich würde niemals was klauen. Würde mich gar nicht mal wagen. Wir können weiter. Ihren Bericht, Leutnant. Ich 26, 27, 29, was? Du hast 28 vergessen. Hör mal, ich habe mein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen. Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts Besseres zu tun, als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? Ich will etwas Gold verdienen. Ich will mir etwas Gold verdienen. Für Tagelöhner gibt's ja immer was zu tun. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Du findest ihn in der Küche. Das ist das kleine Gebäude vorne am Platz. Ich muss auf die andere Seite der Insel. Es ist nicht ungefährlich, die Insel zu bereisen. Überall lauern wilde Tiere. Einige unserer Sklaven sind entkommen und machen jetzt den Dschungel unsicher. Und irgendwo im Osten gibt es die Piraten.
Okay. Ohne robuste Kleidung und genügend Proviant solltest du nicht losziehen. Okay. Was weißt du über die Piraten? Was weißt du über die Piraten? Ich? Gar nichts. Hab noch nie einen von denen zu Gesicht bekommen. Wenn du was über die Piraten wissen willst, sprich mit Rock vor. Okay. Gibt es eine Karte der Insel? Gibt es eine Karte der Insel? Wenn ich du wäre, würde ich die Fuego fragen. Er ist der Gouverneur von Puerto Sacarico. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dich so zu ihm lassen. Halb nackt, wie du bist. Zieh dir wenigstens ein Hemd an. Wo bekomme ich Kleidung? Wo bekomme ich Kleidung? Frag mal Carter. Er sitzt oben beim Turm und bewacht den Gefangenen. Kann schon sein, dass er was für dich hat. Machen wir. Und wo gibt es Proviant? Wo gibt es Proviant? Sprich mit Osorio. Er kann dir was verkaufen. Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut. Zurück zu den Kisten. Wo war ich? 28. 28. Wirklich? Wirklich. Gut. 28, 29, 30. Ich fürchte, die Lieferung fällt diesmal etwas schmaler aus. So. Was soll das heißen? Und sind ein... Wer bist Sieh du? Sieh mal an, wer da kommt. Na, wenn das mal nicht der Flegel ist. Er sieht auch aus wie ein Flegel. Bist du... Was meinst du, was er gemacht hat? Verdammt nochmal. Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Und wer hilft mir dabei? Kein Schwein. Ich helfe dir. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich habe genug Arbeit für zwei Leute. Wenn du alles erledigst, kannst du dir 200 Goldstücke verdienen. Verstehst du was vom Kochen? Nein. Ich kann Wasser heiß machen. Ich kann Wasser heiß machen. Na, ist ja wunderbar. Du kannst Botengänge für mich erledigen. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir in der Küche hilft. Jemanden, der auch was vom Kochen versteht. Zum Beispiel deine kleine Freundin da. Was ist mit dir? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Gib mir einen kleinen Moment. Gib mir einen kleinen Moment. Ich kläre das. Paddy. Wir machen Hälfte, Hälfte. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Ist es doch nur für einen Tag? Dafür bin ich nicht gut genug. Silberzunge nicht. Wir können das Gold gut gebrauchen. Es ist doch nur für einen Tag. Wir können das Gold gut gebrauchen. Wir können das Gold gut gebrauchen. Wir. Ich soll die Arbeit machen und du sackst das Gold ein. Ich werde ein paar Botengänge erledigen. Ach so. Du spazierst schön durch die Gegend und die Frau steht hinterm Herd. Vergiss es! Ach, es ist doch nur für einen Tag. Na, dann stell dich doch selbst an den Herd. Ich kann nicht kochen. Dann wird's Zeit, dass du's lernst. Schon gut. Ich will nichts mehr davon hören. Okay. Was? Nochmal wegen der Arbeit. Und? Hast du die Sache geklärt? Noch nicht. Was willst du dann hier? Verkaufst du Proviant? Jederzeit. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Ich brauche Proviant. Ich brauche Proviant. Proviant. Gold kosten 25. Wir gehen wieder farmen. Tschüss. Kann ich mit dir echt nicht reden? Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Jetzt fängst du schon wieder damit an. So gut bin ich auch nicht. Was? Silberzunge 10. Schon. Ich will nicht... Okay. Was, wo sehen wir denn, welches Level wir mit Silberzunge haben? Fähigkeiten? Nein. Talente. Silberzunge, 5. Hat der Kommandant nicht gesagt? So ein bisschen. Jetzt hat was ganz jetzt nicht. Ungezogenes mit seiner kleinen Freundin angestellt. Kannst du ihm nicht übel nehmen. Raus hier! Okay, sorry. Fertig, aus dem Weg. Kannst du ihm nicht übel nehmen. Ja, okay. Er hat gemeint, irgendeinen Turm. Wir gehen was essen. Können wir den noch reden? Ich muss mir den Bericht des Leutnants anhören. Du stehst vor ihm. Und sind einige... So eine Scheiße. Probleme? Das kann man wohl sagen. Ich habe das Kommando über die Wachen und unterstehe direkt die Fuego. Der Hohe Rat hat ihn zum Gouverneur von Puerto Sacarico gemacht. Flirt hilft immer, so sieht's aus. Wahnsinnig. Du hast ein Problem mit die Fuego? Er ist ein Zivilist und hat keine Ahnung von militärischen Abläufen. Seit er die Einteilung der Wachen geändert hat, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe einfach nicht mehr genug Leute, um die Sicherheit der Kolonie zu gewährleisten. Und jetzt will er auch noch, dass ich einen meiner Männer zum Piratennest schicke. Als wenn die Halsabschneider mit uns verhandeln wollten.
Ich suche das Piratennest. Ich suche das Piratennest. Moment mal. Du bist der Kerl, den Sebastiano rausgeworfen hat. So sieht's aus. Dann bist du vielleicht genau der Mann, den ich suche. Ich muss eine Nachricht zu den Piraten schicken. Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du sie überbringst. Und die Fuego zahlt dir noch einmal 100, wenn du mit einer Antwort zurückkehrst. Was meinst du? Alles klar. Gib mir das Gold. Ich überbringe deine Nachricht. Gut. Hier ist der Brief. Und hier ist dein Gold. Das Piratennest muss irgendwo im Nordosten der Insel sein. Du willst doch sicher nicht aufbrechen, ohne dich vorher auszurüsten. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Pedro kann dir sagen, wo du alles findest, was du brauchst. Ich habe schon mit Pedro gesprochen. Dann weißt du ja Bescheid. Trainierst du auch Schwertkampf? Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Ich will was über mit ich mehr. Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Nee. Ach, das ist er. Du willst, dass ich Geld gebe. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Wir sollten uns erstmal ausrüsten. Uns sind einige Kisten abhanden gekommen. Und wie bei den jetzt Göttern nicht. Konnte Nein. das geschehen? Jetzt habe ich keine Zeit. Wo willst du denn hin? Ich wollte gerade wieder gehen. Das wird wohl am besten sein. Ohne Hemd hätte ich dich sowieso nicht hochgelassen. Stimmt. Das war der. Alles klar. Dann ich vermute, Turm. Die Piraten stecken dahinter. Da hinten ist ein Turm. Sie sich nachts ins Lager geschlichen haben. Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht... Was? Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht bewacht? Ah, okay. Ab einem bestimmten Radius hören wir die Leute nicht mehr. Ich glaube, das ist eine Pflanze, die wir sammeln können. Ja. Perfekto. Ist das der Turm, der gemeint ist? Man kann irgendwie ab einem gewissen Level nicht mehr... Doch. Da liegt Käse. Können wir looten. Und da ist eine Kiste. Und da hinten ist eine Pflanze. Krog, guck, ich hab doch gemeint, wir sammeln uns das. Hier nehmen wir das noch mit. Hier oben nehmen wir die Pflanze noch mit. Und du bist wahrscheinlich der Typ in der... Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Warum ist der Gefangene hier? Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Ich hab gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Pedro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Ja, zeig mal her. Zeig mir die Sachen. Zeig mir die Sachen. Lederhemd 150. Klingenschutz 6, klingensicher, klingenfest 6 und kugelsicher 5. Das ist 3-3. Bunte Hose. Okay, wir nehmen das. Das nehmen wir. Das alte Kopftuch. Die bunte Hose. Dann haben wir schon mal ein bisschen Rüstung. Ende. Und wer ist der Gefangene? Was eine Folge, da sind wir in Takarigua angekommen. Aber die Folge ist auch leider schon wieder vorbei, aber die nächste wartet nicht lange. Schau doch auch gerne mal auf Twitch vorbei, wo du natürlich auch gerne live dabei sein kannst, wo wir auch dort Ryzen im Stream spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Floyd und ich bin Floyd. Ciao, ciao.